Ja, die Gedanken, die Gefühle, die Stimmung sind gerade super. Sicherlich, wir haben ja noch 2 Wochen, bis es dann endgültig unsere Rennen im K4 anfangen. Die brauchen wir auch noch, um uns zu erholen, aber wir hatten bis jetzt hier in Duisburg 2,5 gute Wochen, haben viel trainiert, konnten nochmal viel umsetzen. Es lief nicht immer perfekt, aber jetzt zum Ende hin merkt man, wie sich alle kleinen Puzzleteile so langsam zusammenfügen, und das ist nach diesen harten 8 Monaten dann schon ein gutes Gefühl, wenn das jetzt so wenigstens 2 Wochen vor dem Höhepunkt dann doch zusammenkommt. Es war eine lange Zeit, aber ja, das macht jetzt umso glücklicher, dass es alles stimmt und hoffentlich dann perfekt ausgeht. Aber Wettkampf bedeutet für mich persönlich eigentlich immer, dass ich meine Bestleistung abliefern möchte. Das bedeutet eigentlich auch tägliche Motivation im Training. Also ich gehe quasi jetzt die letzten, oder ja, meinetwegen die letzten 5 Jahre bzw. die letzte Saison, gehe ich eigentlich jedes Training dann so an, dass ich irgendwie mich auf diesen Wettkampf vorbereite, dass irgendwie jeder Schlag, jede einzelne Strecke irgendwas damit zu tun hat, mit diesem Rennen. Und deswegen sehe ich das immer relativ langfristig, und das, ja, kommt dann immer so kurz vorher dann alles zusammen, und das ist dann natürlich das schönste Gefühl. Und im Wettkampf, wenn man dann einfach zeigen kann und das auch bei diesen hohen Geschwindigkeiten, das dann einfach lockerer läuft und vielleicht der Schmerz nicht so groß ist wie im Training, das ist dann immer das Angenehmste. Und wenn es natürlich dann am Ende erfolgreich ist, ist es umso schöner. Erfolg bedeutet für mich jetzt von den letzten 5 Jahren, wenn man die so sieht, schon eine Medaille bei den Olympischen Spielen, beziehungsweise dass wir die Spanier wieder schlagen wollen. Wir sind bis jetzt ungeschlagen bei den Höhepunkten, haben uns in Szeged da ein bisschen vielleicht mehr vorführen lassen, als wir das unbedingt wollten. Das war unsere große Motivation jetzt im Training. Und deswegen zielt, ja, es ist einfach so dieses Gefühl oder dieser Ansporn, in 2 Wochen dann das Rennen gefahren zu sein, in den Spiegel gucken zu können und sagen, okay, das waren diese 100%, die wir heute gebracht haben, mehr ging nicht. Egal wie es ausgeht, das ist dann so die perfekte Vorstellung, weil wenn du dann anfängst, okay, das waren jetzt eigentlich nur 95%, das hätte man besser machen können. Aber eigentlich hatten wir jetzt 5 Jahre Zeit, genug Zeit, um alles vorzubereiten, und das wollen wir einfach zeigen in den 2 Wochen.